Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Fernbus Simulator mit dem Busbord von Fair System Sound Design, der Danny spielt das. Wir stehen immer noch mit unserer Linie 300 hier in Hannover. Da sind wir ja letztes Jahr ist klar, letztes Mal stehen geblieben auf der Fahrt von Hamburg nach Dresden. Und ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit, fangen wir an zu boarden. Beziehungsweise geboardet haben wir schon, wir müssen noch einsteigen und die Luken schließen. Das machen wir an dieser Stelle. So. Bin mittlerweile umgezogen, von ganz oben nach ganz unten. Das ist immer so am Rande. In den Keller. Ja. Steigen wir hier einfach mal ein. Dann würde ich sagen, spielen wir die Ansage ab. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Patrick Lorenz, melde mich von hier vorne als Ihr Busfahrer auf der heutigen Fahrt. Im Namen unserer Busgesellschaft möchte ich hier alle zugestiegenen Fahrgäste herzlich willkommen heißen an Bord der Buslinie 300 auf der Fahrt von Hamburg nach Dresden. Hier noch eine wichtige Information, auch für unsere zugestiegenen Fahrgäste. Seit einigen Stunden ist die Autobahn A14 zwischen Leipzig und Dresden nach einem Verkehrsunfall weiterhin voll gesperrt. Sollte bis zu unserer Ankunft in Dresden die Sperrung auf der Autobahn weiterhin bestehen, werden wir nach Dresden eine Umleitung über die Landstraße fahren. Somit wird sich die Ankunft in Dresden um ca. 50 Minuten verspäten. Werde Sie selbstverständlich auf den weiteren Verlauf auf den Laufenden halten und hoffe bald bessere Nachrichten für Sie zu haben. Weitere Informationen erhalten Sie während der Fahrt durch unsere automatischen Ansagen im Bus. Bitte lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie unsere gemeinsame Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft möchten wir alle Fahrgäste an Bord der Buslinie 300 auf der Fahrt von Hamburg Zentraler Omnibus Bahnhof nach Dresden Bahnhof Neustadt mit Zwischenhalt in Halle an der Saale und Leipzig Hauptbahnhof recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gilt während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Patrick Lorenz ist heute Ihr Fahrer auf dieser Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, steht Ihnen unser Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Halle an der Saale. Dear ladies and gentlemen, on behalf of our bus company, we would like to extend a warm welcome to all passengers on board the bus line 300, traveling from Hamburg Central Bus Station to Dresden Neustadt train station, with a stopover in Halle an der Saale and Leipzig Central Station. Please take a seat and make yourself comfortable. On board the bus, you have access to a toilet in the rear section, as well as free internet access. The access data can be found in the brochure located in the pocket of the front seat. Additionally, you have the option to charge your mobile devices through a USB port. We would like to remind you that smoking is not permitted on the bus. Furthermore, all passengers are required to wear seat belts during the journey, which must be strictly observed for safety reasons. Mr. Patrick Lorenz is your driver for today's journey. Please note that for safety reasons, no questions can be asked of the driver during the journey. However, our driver will be happy to answer any questions during the scheduled stops. We wish you a pleasant journey and look forward to safely and comfortably bringing you to your destination. Our next scheduled stop is Halle an der Saale.
Ja, und damit nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Fernbus Simulator. Wir sind immer noch unterwegs mit unserer Linie 300 von Hamburg nach Dresden über Bremen, Hannover, Halle und Leipzig. Wir sind jetzt im zweiten Teil in Hannover gestartet und sind jetzt auf dem Weg nach Halle. Und unsere nächste und letzte Rastpause machen wir dann zwischen Halle und Leipzig, sodass wir jetzt bis nach Halle durchfahren werden. Und wahrscheinlich werde ich da einen dritten Teil rausmachen. Ich weiß es aber noch nicht genau. Das wird sich zeigen, wie lange wir jetzt brauchen. Sind jetzt auch schon einige Kilometer bis Halle, 235 noch an der Zahl. Das nimmt ein wenig Zeit in Anspruch. Also wie gesagt, ich weiß es noch nicht genau, ob ich einen dritten Teil daraus mache oder nicht. Das ist auch so ein bisschen Interesse oder im Interesse von euch, weil natürlich ja, ihr es wahrscheinlich nicht so gerne habt, wenn ich ein Video mache, was über eine Stunde geht. Kann ich auch verstehen. So, was ist hier los? Der hält einfach. Naja, egal. Wie gesagt, wir werden jetzt einfach bis Halle fahren, zügig. Und dann mal sehen, wie spät es ist und wie lange wir gebraucht haben. Sind jetzt hier auf der A7 unterwegs. Schauen wir mal, wie lange. Das Wetter sieht im Moment naja aus. Wie bei uns zur Zeit. Bei uns ist es auch sehr, sehr bewölkt und es soll auch Regen geben und Gewitter und all so ein Kram. Ja, schauen wir mal, wie sich das hier im Spiel entwickelt. An diesem denkwürdigen 13.08.2023, das ist jetzt natürlich nicht mehr ganz aktuell, aber so ist das halt, wenn man ein Spiel lädt. Es muss ja dann auch, es kann ja dann nicht auf einmal 7 Tage später sein. Das wäre ein bisschen blöd. Ein bisschen unrealistisch. Ich habe euch ja in der Community was geschrieben, und zwar unter den ersten 10 Kommentaren unter diesem Video wird ein kostenloses Abo für einen Monat plus ein kostenloses Szenario verlost. Also seid schnell, unter den ersten 10 wird es verlost. Der kreativste und beste Kommentar gewinnt, also haut in die Tasten. Schreibt, was euch an diesem Spiel gefällt. Schreibt auch, was ihr an dem Busboard toll findet. Was ihr vielleicht noch verbessern könntet oder würdet. Welche Features ihr euch vielleicht noch wünscht. Kritik, Lob, alles, was euch einfällt. Wie gesagt, unter den ersten 10 Kommentaren wird verlost ein Monat lang kostenloses Abo und ein Szenario geschenkt. Also haut rein in die Tasten. Der Danny spielt das und Fair System Sound Design. Wünschen euch viel Glück. So viel dazu. So, der Verkehr hält sich in Grenzen, das ist sehr schön. Das gibt uns die Möglichkeit, hier flüssig zu fahren. Mal so ein bisschen auf der Mittelspur. Ich bin ja froh, dass das endlich funktioniert. Ich wollte vorhin schon 3, 4 Mal gestartet haben. Ich habe schon von der Stunde probiert. Das wird dauernd das Spiel abgeschmiert, weil irgendwas mit dem Audio-Ausgabegerät bzw. auch Eingabegerät nicht funktioniert hat. Es war eine Fummelei, aber mittlerweile es funktioniert. Bin froh darüber, dass es jetzt flüssig läuft. Das Mikrofon anscheinend funktioniert. Das sehe ich auf jeden Fall an dem Aufnahmeprogramm. Ausgabe funktioniert auch, so wie ich höre. Ah, wir müssen hier runter. Um Gottes Willen. Wäre beinahe schief gegangen. Scheiß Laverei zwischendurch. Aber es hat sich gerade noch mal erwischt. So, sollte weniger labern und mehr auf den Verkehr achten hier, beziehungsweise auf die Gegend, aufs Navi. So, damit wechseln wir die Autobahn. Wird schon ein bisschen bergiger hier.
Wollte eigentlich vorproduzieren, hatte aber keine Zeit dafür, weil ich gleich auch noch weg muss, meinen Bruder abholen und ach. Ich weiß noch nicht, wie lange ich heute hier das Video machen kann, aber ich möchte eigentlich ganz gerne das jetzt im zweiten Teil auch fertig kriegen. Für euch. Schauen wir mal. So, verlassen wir die Autobahn. Und jetzt hier auf der Landstraße oder Bundesstraße könnten. Ne, ist doch eher eine Bundesstraße. Zweispurig, das dürfte eine Bundesstraße sein, ja. Ja, das war mir klar, dass du keinen Platz machst, du Arschgesicht. Sag mal. Meine Güte, manchmal, ich weiß es nicht. Der hat doch gesehen, dass ich da links rüber muss. Aber nein, der macht keinen Platz. Überhaupt nicht. Fährt stumm drauf. Der hält auch noch die Geschwindigkeit. Der gibt keinen Meter nach. So, da geht eigentlich schnell jetzt die Fahrt von Hannover bis Halle. Also. Das ist schon so gut wie 100 Kilometer. Über 100 Kilometer haben wir schon gefahren. Also Wahnsinn. Die Pfosten stehen hier mitten auf der Straße. Ich liebe dieses Spiel. So, wie gesagt, mein erstes Video aus dem Keller. Ich bin tatsächlich im Keller angekommen. Es ist so. Für die Kinder tut man fast alles. Es ist wirklich so. Ich hätte mir das nie denken können, aber es ist wirklich so. Sobald man Kinder hat, fängt man ein ganz anderes Denken an. Es ist einfach so. So. Ist auf einmal eine rote Ampel. Na toll. Falsche Spur. Scheiße. Komplett grün. Dann machen wir es einfach so. Toll. So, hier ist 80. Weil die Pfosten wieder auf der Straße stehen, ihr seht's. Mittlerweile hat sich das Bild geändert, alles klar. Also wir fahren hier anscheinend viel Land jetzt von bis nach Halle. Ist also Autobahn ist gar nicht so viel. Weil jetzt nur ein Stück A7. Und anscheinend werden wir jetzt den Rest des Weges Land fahren. Es sei denn, wir fahren gleich nochmal irgendwo auf der Autobahn. Ich kenne jetzt genau die Strecke von Hannover nach Halle nicht unbedingt. Deswegen kann ich mir da jetzt kein Urteil erlauben. Da stand ein Auto im Feld. So, das Wetter scheint sich auch noch einigermaßen zu halten. Ist zwar nicht unbedingt sonnig, aber immerhin trocken. Das ist ja schon mal viel wert. Und ich habe ja beim letzten Video gesehen, bei Teil 1, die Aufrufe. Also es scheint euch doch zu gefallen. Knapp 200 Aufrufe ist schon mal aus dem Stand nicht schlecht, finde ich. Also es scheint euch auf jeden Fall zu gefallen und das freut mich natürlich.
Das zeigt mir doch, dass ich hier doch einiges richtig mache. Und ja, es freut mich auf jeden Fall. Ihr werdet auf jeden Fall weitere Videos sehen, weitere Szenarien. Ich habe schon gehört, dass das nächste Szenario sehr, sehr interessant wird. Könnt euch da schon mal drauf freuen. Seid gespannt. Mehr will ich noch nicht verraten. Alles zu seiner Zeit. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. So, oder? Wir fahren jetzt viel über Land, weil der Stau, die Sperrung immer noch ist. Aber die war ja eigentlich auf der A14, wenn ich den Busfahrer richtig verstanden habe. Oder wir sind jetzt ein Stück die A14 umfahren. Haben jetzt ein Stück die A14 umfahren? Ne, jetzt fahren wir auf die A38. Wir haben die A14 wahrscheinlich komplett umfahren und deswegen so viel Land gefahren. Wegen dem Stau, wegen der Vollsperrung. Das kann natürlich sein, dass das jetzt deswegen so war. Das kann natürlich sein. Na egal. Wir fahren auf jeden Fall jetzt wieder auf der Autobahn A38 und haben noch gut 80 Kilometer. So, ist da wieder eine Baustelle vor uns oder was hat das jetzt hier zu sagen? 120, 100 und dann kommt wahrscheinlich 80. Ach. Machen wir mal trotzdem weiter. Wir fahren hier irgendwie alle schneller. Scheint niemand zu interessieren, dass hier 80 ist, also weiß ich nicht, aber ob der KI das überhaupt machen muss, ich weiß es nicht. So, das ist eh wieder aufgehoben. Wo ich mich auf jeden Fall am meisten darauf freue, ist jetzt, dass ich in 2 Wochen nach München fahre. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig interessant. Freut euch auf jede Menge wunderschönes Material. Ich habe mir schon so ein paar Geheimtipps geholt, wo ich am besten filmen kann. Und ja, freut euch da auf jeden Fall drauf. Es wird ein super Video werden. Vielleicht sogar Videos. In 2 Wochen ist es soweit. Meine nächste große Spotting-Tour auf nach München, wo ich noch nie war, zumindest nicht am Hauptbahnhof. Von daher freue ich mich da sehr drauf. So, jetzt müssen wir hier mal ein ganzes Stück rüberziehen. Wir natürlich nach Dresden-Leipzig fahren. Und dann ist diese Spotting-Tour-Saison auch schon fast wieder um. Weil natürlich dann auch schon bald der Winter naht, beziehungsweise der Herbst. Und ja, es könnte sein, dass ich vielleicht im Oktober nochmal irgendwo hinfahre. Ich weiß es noch nicht. Ansonsten wird mit München die Saison für dieses Jahr beendet, zumindest mit den großen Bahnhöfen. Wie gesagt, ich muss gucken, wie das Wetter wird im Oktober, weil da kann es ja auch schon sehr, sehr kalt werden, teilweise. So, jetzt müssen wir hier mal runter. Und dann sind wir auch gleich schon da. Wunderbar. So, dann spielen wir jetzt auch gleich die Ansage ab, nämlich jetzt. Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir nähern uns jetzt unseren Zwischenhalt in Halle an der Saale. Wir wollen uns von den Fahrgästen verabschieden, die bereits hier aussteigen, und hoffen, sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Halle an der Saale einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. An dieser Stelle wollen wir alle weiterreisenden Passagiere darüber informieren, dass unser Aufenthalt in Halle an der Saale etwa 5 Minuten betragen wird. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie rechtzeitig zum Bus zurückkommen, damit wir unsere Reise planmäßig fortsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and gentlemen, we are now approaching our intermediate stop at Halle an der Saale. We would like to say goodbye to the passengers who are disembarking here and hope you had a pleasant and comfortable journey with us. Before we arrive, we would like to remind you to take your personal belongings with you and make sure you don't leave anything on the bus. It was our pleasure to welcome you as our passengers, and we hope you will consider us again for future travels. We wish you a pleasant stay in Halle an der Saale or a safe onward journey. Have a good one, and goodbye. At this point, we would like to inform all passengers continuing their journey that our stay at Halle an der Saale will last approximately 5 minutes. Please make sure to return to the bus on time so that we can continue our journey as scheduled. Thank you for your attention. Ja, sehr, sehr gerne. Habt ihr das gerade gesehen? Das war irgendwie ein künstlich produzierter Stau. Da vorne der LKW, der hatte irgendwie keine Lust zu fahren oder Motorprobleme. Ich weiß es nicht. Der hat auf jeden Fall irgendwie einen künstlichen Stau provoziert. Bei solchen Sachen könnt ihr die ruhig überholen. Also wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, das wäre da ewig so weitergegangen wahrscheinlich. Dann einfach mal dran vorbeisausen, wenn frei ist, weil sonst kommt ihr da nicht weg. Teilweise ist der KI ein bisschen störanfällig, sage ich jetzt mal. Ihr habt es gesehen, irgendwas hat er nicht mehr ganz so gestimmt mit denen. Dann ruhig einfach mal vorbeifahren, weil sonst kommt ihr da nicht an, wo ihr hin wollt. So, hier ist 50, aber wir müssen uns mal dran halten. Und dann sind wir gleich in Halle, beziehungsweise wir sind schon in Halle. Sind aber gleich an der Haltestelle. Dann haben wir die auch erreicht. So, fahren hier noch den Kreisverkehr rechts rum. Und dann würde ich sagen, sind wir schon da. Da stehen schon die nächsten Fahrgäste. Da ist unser Haltepunkt. Auch sehr schöner Bushalter hier. Sehr, sehr schön. So, Halle freigeschaltet. Sehr geil. So. Dann boarden wir die, würde ich sagen. Na komm. Dresden stimmt. Boah, sind die hier dicht geknubbelt. Alter Schwede. Wer will nicht, oder? Ich hoffe, ich bin so ein Mist. Ja, wirklich. Hallo? Dresden stimmt. Boah, ey. Warum? Mahlzeit. Ja. Danke sehr. Grüezi. Vielen Dank. Ciao. Ja. Cool. Moin. Auf geht's. Hallo. Ciao. Salut. Ciao. So, wen haben wir denn jetzt noch? Moin. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Nee. Tut mir leid. Bei allem nötigen Respekt, aber richtig sind sie hier nun mal leider nicht. Fängt dann auch zu schiffen. Ich kriege einen Kotzreiz. Ist schon okay. Ich nehme einen anderen Bus. Ja. So, haben wir sie denn jetzt alle? Ja. Dann schnell rein in den Bus, bevor wir jetzt noch den Arsch nass kriegen. Zack. Zack.
Dann würde ich sagen, spielen wir die nächste Ansage ab. Und zwar. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Patrick Lorenz, melde mich von hier vorne als Ihr Busfahrer auf der heutigen Fahrt. Im Namen unserer Busgesellschaft möchte ich hier alle zugestiegenen Fahrgäste herzlich willkommen heißen an Bord der Buslinie 300 auf der Fahrt von Hamburg nach Dresden. Hier noch eine wichtige Information auch für unsere zugestiegenen Fahrgäste. Seit einigen Stunden ist die Autobahn A14 zwischen Leipzig und Dresden nach einem Verkehrsunfall weiterhin voll gesperrt. Sollte bis zu unserer Ankunft in Dresden die Sperrung der Autobahn weiterhin bestehen, werden wir nach Dresden eine Umleitung über die Landstraße fahren. Somit wird sich die Ankunft in Dresden um ca. 50 Minuten verspäten. Werde Sie selbstverständlich über den weiteren Verlauf auf den Laufenden halten und hoffe, auf bald bessere Nachrichten für Sie zu haben. Weitere Informationen erhalten Sie während der Fahrt durch unsere automatischen Ansagen im Bus. Bitte lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie unsere gemeinsame Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr gerne, da würde ich sagen, geht's los. Okay, wo war ich noch nicht? 40 Städte freigeschaltet. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft möchten wir alle Fahrgäste an Bord der Buslinie 300 auf der Fahrt von Hamburg Zentraler Omnibus Bahnhof nach Dresden Bahnhof Neustadt mit Zwischenhalt in Leipzig Hauptbahnhof recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gilt während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Patrick Lorenz ist heute Ihr Fahrer auf dieser Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, steht Ihnen unser Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Leipzig Hauptbahnhof. Dear ladies and gentlemen, on behalf of our bus company, we would like to extend a warm welcome to all passengers on board the bus line 300, traveling from Hamburg Central Bus Station to Dresden Neustadt Train Station, with a stopover in Leipzig Central Station. Please take a seat and make yourself comfortable. On board the bus, you have access to a toilet in the rear section, as well as free internet access. The access data can be found in the brochure located in the pocket of the front seat. Additionally, you have the option to charge your mobile devices through a USB port. We would like to remind you that smoking is not permitted on the bus. Furthermore, all passengers are required to wear seatbelts during the journey, which must be strictly observed for safety reasons. Mr. Patrick Lorenz is your driver for today's journey. Please note that for safety reasons, no questions can be asked of the driver during the journey. However, our driver will be happy to answer any questions during the scheduled stops. We wish you a pleasant journey and look forward to safely and comfortably bringing you to your destination. Our next scheduled stop is Leipzig Central Station. Ja, ihr habt's gehört. Leipzig ist unsere nächste unser nächster Zwischenhalt, aber wir müssen natürlich noch vorher eine Rastpause machen. Die werden wir jetzt gleich abhalten. Wir müssen noch einen geeigneten Platz suchen. So, müssen uns, wie gesagt, eine geeignete Stelle zum Rasten suchen. Natürlich jetzt ich soll gleich mal schauen, ob wir da irgendwo einen Platz finden, wo wir uns denn hinstellen können zum Rasten.
Wobei bei dem Wetter, da jemand aussteigen will, ist die andere Frage. Sonst stellen wir uns gleich hier am Straßenrand hin. An der Brücke oder so. Das machen wir auch. Ich hoffe, das geht. Wir stellen uns einfach hier hin. Ihr Orientierungssinn ist nicht so ausgeprägt. Ja. So. Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden jetzt unsere zweite und letzte Rastpause mit einem Kaffeeservice von 15 Minuten einlegen. Bitte seien Sie rechtzeitig zurück zum Bus, damit wir unsere Fahrt pünktlich fortsetzen können. Falls Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne jetzt zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, so viel dazu. Gucken wir mal schnell hier am Bus um. Scheint noch alles intakt zu sein. Sehr gut. Dann können wir wieder einsteigen. Und dann können wir auf Rast hingehen. Ihr seht, das funktioniert. Dann machen wir das. Dann haben wir die auch abgehalten. Dann können wir die nächste Ansage abspielen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Pause. Aktuell warten wir noch auf 2 Fahrgäste, bevor wir unsere Fahrt fortsetzen. Laut dem letzten Update wurde die Vollsperrung der Autobahn A14 zwischen Leipzig und Dresden aufgehoben. Leider hat sich der vor uns liegende Stau noch nicht vollständig aufgelöst. Ich hoffe, dass bis zu unserer Ankunft in Leipzig sich der Stau aufgelöst hat und wir pünktlich ohne Verspätung in Dresden ankommen. Über den weiteren Verlauf werde ich Sie weiter informieren. Ich wünsche Ihnen von hier vorne weiterhin eine angenehme Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sollten mehr auf Ihr Navi gucken. Ja, ja. So, dann geht's weiter. Und dann können wir auch schon die nächste Ansage abspielen. Und zwar... Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt unseren Zwischenhalt in Leipzig Hauptbahnhof. Wir wollen uns von den Fahrgästen verabschieden, die bereits hier aussteigen und hoffen, sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Leipzig einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. An dieser Stelle wollen wir alle weiterreisenden Passagiere darüber informieren, dass unser Aufenthalt in Leipzig Hauptbahnhof etwa 5 Minuten betragen wird. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie rechtzeitig zum Bus zurückkommen, damit wir unsere Reise planmäßig fortsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and Gentlemen, we are now approaching our intermediate stop at Leipzig Main Station. We would like to say goodbye to the passengers who are disembarking here and hope you had a pleasant and comfortable journey with us. Before we arrive, we would like to remind you to take your personal belongings with you and make sure you don't leave anything on the bus. It was our pleasure to welcome you as our passengers, and we hope you will consider us again for future travels. We wish you a pleasant stay in Leipzig or a safe onward journey. Have a good one, and goodbye. At this point, we would like to inform all passengers continuing their journey that our stay at Leipzig Main Station will last approximately 5 minutes. Please make sure to return to the bus on time so that we can continue our journey as scheduled. Thank you for your attention. Ja, das so viel dazu. Wir haben jetzt noch 3 Kilometer bis Leipzig Hauptbahnhof. Unseren letzten Zwischenhalt. Von dort aus geht es dann nonstop nach Dresden, unserem Endziel. So, dann schauen wir mal, ob das Wetter bis dahin nochmal wieder besser wird oder ob es jetzt bei dem Sturm bleibt hier, bei dem Gewittersturm. Naja, ändern können wir es sowieso nicht.
So. Jetzt hier noch rechts rum. Dann haben wir den halt auch erreicht. Wunderbar. Dann boarden wir auch hier. Mitten im Regen. Dresden ist richtig. Dresden ist richtig. Dresden ist richtig. So, das war's schon? Nee. Der Herr möchte noch. Dresden ist richtig und Dresden ist richtig. Dann haben wir sie alle. Wunderbar. Machen wir die Klappen zu. Und steigen schnell wieder in den Bus ein. Und spielen folgende Ansage ab. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Patrick Lawrence, melde mich von hier vorne als Ihr Busfahrer auf der heutigen Fahrt. Im Namen unserer Busgesellschaft möchte ich hier alle zugestiegenen Fahrgäste herzlich willkommen heißen an Bord der Buslinie 300 auf der Fahrt von Hamburg nach Dresden. Hier noch eine wichtige Information auch für unsere zugestiegenen Fahrgäste. Während unseres Zwischenhalts habe ich mich über die Verkehrsleit-App informiert und möchte Ihnen die erfreuliche Nachricht nicht enthalten. Der Stau auf der Autobahn A14 hat sich vollständig aufgelöst. Somit gehe ich davon aus, dass wir in Dresden ohne Verspätung ankommen werden. Weitere Informationen erhalten Sie während der Fahrt durch unsere automatischen Ansagen im Bus. Bitte lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie unsere gemeinsame Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, das hört sich gut an. Dann würde ich sagen, nehmen wir Platz und fahren zu unserem letzten Ziel, Dresden. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft möchten wir alle Fahrgäste an Bord der Buslinie 300 auf der Fahrt von Hamburg Zentraler Omnibusbahnhof nach Dresden Bahnhof Neustadt recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gilt während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Patrick Lorenz ist heute Ihr Fahrer auf dieser Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, steht Ihnen unser Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Dresden Bahnhof Neustadt. Dear ladies and gentlemen, on behalf of our bus company, we would like to extend a warm welcome to all passengers on board the bus line 300, traveling from Hamburg Central Bus Station to Dresden Neustadt train station. Please take a seat and make yourself comfortable. On board the bus, you have access to a toilet in the rear section, as well as free internet access. The access data can be found in the brochure located in the pocket of the front seat. Additionally, you have the option to charge your mobile devices through a USB port. We would like to remind you that smoking is not permitted on the bus. Furthermore, all passengers are required to wear seat belts during the journey, which must be strictly observed for safety reasons. Mr. Patrick Lorenz is your driver for today's journey. Please note that for safety reasons, no questions can be asked of the driver during the journey. However, our driver will be happy to answer any questions during the scheduled stops. We wish you a pleasant journey and look forward to safely and comfortably bringing you to your destination. Our next scheduled stop is Dresden Neustadt train station. Ja, das wird jetzt unsere nächste Station sein, unsere Endstation. Dresden-Neustadt Train Station. Kennt ihr wahrscheinlich alle aus dem TSW.
So, ob das Wetter noch mal besser wird, ich weiß ja nicht. Ist das die gleiche Polizei wie von gerade? Die sind nur Umweg gefahren? Wer weiß. Nee, da müssen wir links. An der Ampel. So, 148 Kilometer trennen uns noch vom Abschluss dieses Szenarios. So, hier wird gebaut, wie ihr seht. Das erinnert mich auch an den Bausimulator, in dem ich natürlich auch weitermachen möchte. Da wird es natürlich demnächst auch eine weitere Folge geben, damit wir unsere Karriere vorantreiben können, unsere Firma weiter ausbauen können. Der nächste Auftrag, den ich da angenommen habe im letzten Video, ist etwas größerer Natur. Ich glaube, wir bauen da so ein Einfamilienhaus, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Wird es auf jeden Fall auch eine weitere Folge von geben, selbstverständlich. Eine weitere Folge im TSB 3 ist auch geplant, also es kommt wieder einiges auf euch zu. Und im Fernbus-Simulator steht auch das nächste interessante Szenario in den Startlöchern, wo ich euch aber noch nicht mehr verraten möchte. Freut euch auf jeden Fall auf jede Menge weiteren Content von mir. Besten Content natürlich, der euch zusteht. Wichtig ist, dass ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und vor allem, das sage ich nochmal ganz in eurem Interesse, erinnere ich euch nochmal, unter den ersten 10 Kommentaren unter diesem Video wird ein kostenloses Abo für einen Monat und ein zusätzliches Gratis-Szenario verlost. Also seid schnell, haut in die Tasten, unter den ersten 10 Kommentaren wird das verlost. Von Fair System Sound Design. Also haut in die Tasten, seid kreativ, seid schnell. Dann habt ihr die Chance auf einen Monat gratis Abo und zusätzlich ein gratis Szenario vom Fernbus Simulator mit dem Busport von Fair System Sound Design. So, und dann noch etwas in eigener Sache. Ihr habt es vielleicht schon bemerkt, dass ich unter meinen Videos und in den Videobeschreibungen immer wieder mal Links zu meiner Spendenseite von PayPal eingefügt habe, sag ich mal. Ihr könnt dort auf den Link klicken. Das heißt nicht, dass ihr dann automatisch Geld sendet, sondern ihr kommt dann direkt zur PayPal-Seite, wo ihr Geld senden könnt. Und zwar einen Betrag eurer Wahl. Jeder Cent, jeder Euro, der da eingenommen wird, wird wieder in neue DLCs, in neue Add-ons und in neue Games gesteckt, die ich euch dann präsentiere. Also es ist im Prinzip eine Win-Win-Situation. Ihr habt auch was davon. Deshalb bitte ich euch, wenn ihr den ein oder anderen Euro über habt, den vielleicht für mich und vor allem für meinen Kanal zu investieren. So tragt ihr dazu bei, dass ich euch weiterhin besten Content bieten kann. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr darüber freuen. Vielleicht könnt ihr mal darüber nachdenken, es euch ansehen. Wie gesagt, es ist ein Betrag eurer Wahl. Ihr seid nicht gezwungen, einen Mindestbetrag zu spenden, sondern ein Betrag eurer Wahl. Schaut es euch an. Und dann würde ich mich über den einen oder anderen Euro auf jeden Fall sehr freuen. Im Übrigen gibt es natürlich weiterhin die Kanalmitgliedschaft, die ihr auch in Anspruch nehmen könnt. Schaut es euch an, informiert euch, was da für euch das richtige Paket ist. Für einen geringen monatlichen Preis könnt ihr dann gewisse Vorteile genießen. Lest es euch durch, schaut es euch an und vielleicht habt ihr ja Interesse an gewisse Vorteile, die euch dann winken.
Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. So, und für alle Neulinge auf meinem Kanal, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, Däumchen nach oben. Und ja, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite, dass ihr nichts verpasst, dass ihr immer up to date seid. Wenn ich irgendwas Neues veröffentliche, sei es in der Community, sei es an Videos, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch meinen Kanal ja, häufiger ansehen werdet, würdet. Wenn ihr ihn abonnieren würdet, lasst ein Abo da. Es würde mich auf jeden Fall riesig, riesig freuen, wenn ihr somit zeigt ihr mir auch, dass euch meine Arbeit gefällt. Das gefällt mir natürlich dann wiederum sehr. Und ja, wie gesagt, was soll ich noch sagen? Ihr helft mir damit auf jeden Fall mit den genannten Sachen. Schaut es euch an und dann entscheidet selber. Gezwungen ist niemand, aber es würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen. So, und für jeden, der es macht, sage ich auf jeden Fall ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. So. Dann wollen wir uns mal so ein bisschen wieder hier aufs Spiel konzentrieren. Haben jetzt noch 68 Kilometer bis Dresden, sind auf der A14 unterwegs. Die ja eigentlich gesperrt sein, oder die gesperrt war, die mittlerweile wieder frei ist, wie wir gehört haben. Und der Stau hat sich auch aufgelöst, sodass wir hier ungehindert fahren können. Wir sind aber hier ungehindert zu schnell, das ist nicht gut. Machen wir ein bisschen Tempomat an, dann sind wir auch auf der sicheren Seite. Nicht, dass wir jetzt zum guten Schluss noch geblitzt werden, das wäre nicht so gut. So, jetzt fahren wir hier gleich runter, das heißt, wir können hier ruhig runterbremsen. Ja, da hat die beste Bremse nicht mehr geholfen. Meine Güte, die hauen hier auf die Bremse, ey, das ist ja Wahnsinn. Zum Glück ist das nur ein Spiel, sonst hätten wir jetzt hier im Regen gestanden und hätten einen Totalschaden. Eieieiei. Was ein Scheiß. So, da habe ich gerade Nürnberg gelesen. Da fahre ich natürlich auch in 2 Wochen drüber weg. Beziehungsweise fahre ich durch. Nürnberg, auf jeden Fall. Ich freue mich so auf München. Ich freue mich einfach tierisch auf München. 2 Wochen noch. 2.9.23 geht's endlich wieder los. Ich muss ganz ehrlich sagen, spotten. Es juckt mir in die Finger. Ich spotte so gerne mittlerweile. Es ist wirklich absolut genial. Es ist... Ja, auf Tour zu sein, Live-Material zu sammeln, reales Material zu sammeln, das ist wirklich das Nonplusultra. Das ist einfach nur wunderschön. Ich liebe zu spotten. Jeder, der diese Leidenschaft hat, kann mich da verstehen. Und das sind eine Menge. Also spotten ist auf jeden Fall absolut genial. Es macht den Kopf frei, es erfüllt einen irgendwie, ich liebe es am Bahnhof zu sein, ich liebe es am Fotostellen zu sein, ich liebe es Live-Material zu knipsen, zu filmen. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, jeder, der diese Leidenschaft auch hat, kann mich verstehen, weiß genau, wovon ich rede. Züge sind meine Leidenschaft, das war schon immer so, als Kind schon so, ich war als Kind schon... Bei uns am Bahnhof, wo damals noch die 218 fuhr mit Silberlingen, stündlich. Ich bin nach der Schule dahin gefahren, nur um den Sound zu erleben. Also es war einfach genial. Es hat mich als Kind schon so fasziniert, dass ich damals mit Kumpels an den Bahngleisen war. Ich war in dem Stellwerkshäuschen, wo damals noch die Weichen gestellt wurden und ja, die Schranken geschlossen wurden und solche Sachen. Es war einfach... Es ist seit Kindheit meine Leidenschaft und ich liebe Züge, alles was damit zu tun hat. Und ja, ich denke, jeder, der diese Leidenschaft auch teilt, der diese Faszination Züge liebt, kann mich in diesem Moment absolut verstehen. So, wir haben jetzt hier eine Baustelle. Dann fahren wir natürlich rechts und nach Vorschrift, das ist nämlich ein bisschen eng hier. So, 74, das dürfte reichen. Die brettern hier natürlich alle an mir vorbei, als gäbe es keinen Morgen mehr, aber das ist ja der Realität sehr nah. Es gibt ja auch in der Realität immer wieder Vollpfosten, die auch in der engsten Baustelle mit ihrem dicken SUV an einem 7,5 Tonner oder sogar einem 40 Tonner sich vorbeiquetschen, obwohl da nur eine Gesamt,
Breite von 2,10 Meter zulässig ist. Interessiert die nicht. Sie fahren dran vorbei. Nur dass man wirklich aufpassen muss, dass da nicht irgendwo mal irgendwann ein Spiegel fliegen geht. Aber ja. Mir ist sogar schon mal jemand, während ich beruflich unterwegs war. Einer gegen den Spiegel gedonnert. Ist Gott sei Dank nichts kaputt gefahren. Oder der Vollsack, der ist einfach weitergefahren. Hat den überhaupt nicht gejuckt. Also es ist wirklich teilweise wirklich wie in der Realität. Absolut. So, dann würde ich sagen, ich mache noch einen kleinen Unfall. Heute ist aber irgendwie nicht mein Tag. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt der End- und Zielhaltestelle Dresden Bahnhof Neustadt. Wir wollen uns von allen Fahrgästen verabschieden und hoffen, Sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Dresden einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, we are now approaching our final destination, Dresden Neustadt Train Station. We would like to bid farewell to all passengers here and hope that you have had a pleasant and comfortable journey with us. Before we arrive, we would like to remind you to take your personal belongings with you and ensure that you do not leave anything on the bus. It has been a pleasure to welcome you as our passengers, and we hope that you will consider us again for future travels. We wish you a pleasant stay or a safe onward journey in Dresden. Have a safe trip and goodbye. Ja, das war die letzte automatische Ansage, die wir in diesem Szenario zu hören bekommen haben. Denn wir sind mittlerweile in Dresden angekommen, fahren jetzt noch 7 Kilometer bis zur Haltestelle. Und dann war's das mit dieser Linie 300 von Hamburg nach Dresden über Bremen, Hannover, Halle und Leipzig. Ich finde, es war eine sehr schöne Tour, eine interessante Tour. Hier und da ein paar kleine Blechschäden, aber auch das gehört dazu. Insgesamt war sie hoffentlich unterhaltsam. Wenn ja, würde mich das freuen, weil dann war ich gut im Erzählen bzw. im Kommentieren. Ich hoffe, es gibt ähnliche Aufrufe, wenn nicht sogar vielleicht sogar mehr Aufrufe. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Denkt auf jeden Fall an die Kommentare. Ne? Ich habe es euch zweimal gesagt. Unter den ersten 10 wird auf jeden Fall einen Monat lang ein kostenloses Abo verlost und zusätzlich ein kostenloses Szenario. Also seid schnell, seid kreativ. Der beste Kommentar gewinnt. Aber nur unter den ersten 10. Also der 11. Kommentar hat leider verloren. Also seid schnell, haut in die Tasten und ja, vielleicht seid ihr dann bald der glückliche Gewinner. Euer der Dennis Spieters und Fair System Sound Design wünscht euch an dieser Stelle viel, viel Glück. So, sind wir auch gleich da. So, da vorne links. So, was ich jetzt noch am besten finden würde, das Schadensmodell. Wenn jetzt wirklich, wenn man jetzt einen Unfall baut, irgendwo hängen bleibt oder so, dass dann wirklich ein Schaden zu sehen ist, das wäre jetzt noch genial. Aber wahrscheinlich geht das nur, wenn man auf realistisch fährt, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr mich da aufklären. Ja, das wäre auf jeden Fall noch spitze, wenn der Bus dann wirklich Schäden hätte. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. So, und dann sind wir schon an der Haltestelle. Perfekt. Auch vielen, vielen Dank. Das ist aber sehr, sehr nett.
So, dann würde ich sagen, spielen wir die allerletzte Ansage ab. Auf geht's. Sehr geehrte Damen und Herren, möchte mich an dieser Stelle recht herzlich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme, unkomfortable Fahrt und konnten sich währenddessen etwas entspannen. Wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich darauf, Sie bald wieder an Bord unserer Buslinien als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen. Sage Tschüss und auf Wiedersehen. Ja, das war's dann mit dieser Linie. Wir steigen mal aus, würde ich sagen. Sind in Dresden angekommen. Es ist trocken. Es ist eine wunderschöne Stadt. Dresden Neustadt Dr Train Station. Die wird dann da sein. Ja, das ist der Bahnhof von Dresden Neustadt. Da würde mich mal interessieren, kann man da reinlaufen? Oder entferne ich mich dann zu weit vom Bus? Weiß ich jetzt nicht. Ich werde es gleich mal versuchen. Auf jeden Fall haben wir dies hier erfolgreich beendet. Sind von Hamburg über Bremen, Hannover, Halle und Leipzig nach Dresden gefahren. Wir sind heile angekommen, sind pünktlich angekommen. Wir sollen befördert werden, haben wir von unseren Fahrgästen gehört. Das hört sich doch gut an, obwohl wir den einen oder anderen Blechschaden hinter uns haben. Aber das gehört dazu. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wie gesagt, denkt an das Gewinnspiel, denkt an die Kanalmitgliedschaft, denkt an die Spende. Ich habe euch das alles erklärt. Schaut es euch an. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Das war's mit der Linie 300. Das nächste Szenario steht in den Startlöchern. Kommt bei Zeiten dann auch für euch sichtbar auf meinem Kanal. Und ja, dieses Szenario gibt es auch mittlerweile im Busboard zu kaufen. Ihr wisst Bescheid, wie das alles funktioniert. Da habe ich euch ja schon mal in meinem Tutorial-Video erklärt. Wenn nicht, wenn Fragen bestehen, haut es in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Macht's gut, bis dahin, euer der Danny Spieters. Habt ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Passt auf euch auf, bleibt gesund, mir treu. Bis dahin, ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spieters. Bye, bye.